überrascht sind, wie viele heute fasten, obwohl es ja eine christliche Tradition ist und viele gar nicht mehr in die Kirche gehen, trifft man immer wieder Leute, die diese 7 Wochen ohne machen. Ohne Süßes, ohne Alkohol oder ohne Smartphone. Und sie alle sagen, dieser Verzicht ist für uns Gewinn. Herzlich willkommen zum Sonntagmorgen hier am Brandenburger Tor. Ja, wenn wir rechnen, Aschermittwoch ging's los mit der Fastenzeit, dann haben wir schon 10 Tage hinter uns. Und da wollen wir mal gucken, was ist aus den guten Vorsätzen geblieben? Wie kann man da überhaupt bei bleiben? Und vor allem, was bringt das? Ich freue mich, dass einer der interessantesten Katholiken in Deutschland bei uns ist, nämlich der Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Bayerisch-Schwaben ist das. Kann ich sagen, er ist mit dem Papst Benedikt befreundet und 2011 war er hier in Berlin im ernsthaften Gespräch als Erzbischof. Ich freue mich, dass Prälat Wilhelm Imkamp da ist. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen. Und Fasten hat nicht unbedingt immer was mit Religion zu tun, aber in diesen Zeiten fasten viele, indem sie schlank werden wollen, Diäten und so Fastenregeln haben. Und damit beschäftigt hat sich Dr. Marion Reddy. Sie ist Neurochirurgin aus Österreich, hat lange in Wien gelebt, lebt heute in Toulouse. Und sie hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Schlank werden, so sagt sie, findet im Kopf statt. Herzlich willkommen. Ja, Monsignore Wilhelm Imkamp. Verzichten, abnehmen, entschlacken. Braucht man dazu heute noch die Fastenzeit? Überhaupt nicht. Sie können das ganze Jahr über so viel fasten, wie Sie wollen, viel Spaß dabei. Nur hat das dann nichts mit Religion zu tun. Fasten in dieser Zeit hängt mit Ostern zusammen. Wir bereiten uns auf Ostern vor und lernen dabei kennen, wie schwach wir sind. Mhm. Wir werden drüber reden. Fasten, hilft das? Hat das auch was mit dem christlichen Fasten zu tun, was Sie vertreten? Also in unserem Buch, wir beschäftigen uns mit dem Fasten, mit dem Reduzieren von Nahrungsmitteln, die uns dick machen. Und wir sind eigentlich nicht gegen das Fasten, sondern gegen diese aufgesetzten Diäten und Fitnessprogramme, die auf Leute zugeschnitten sind, die wir alle nicht verkörpern. Da wollen wir nachher fragen, ob das Fasten auch so ein Fitnessprogramm ist. Wir gucken aber erstmal rein. Für immer mehr Menschen wird das Fasten zum Trend, aber auch die Ernährung, sagt man den Eindruck, langsam zu einer Religion. Die einen sind Vegetarier, die anderen Veganer, die einen essen gluten- oder laktosefrei oder vielleicht doch lieber detoxen. Sie sind schön, schlank und gesund. Hollywood-Stars machen es vor und wir machen es gerne nach. Detox ist das neue Zauberwort. Für Gesundheit und strahlendes Aussehen. Entschlacken, entgiften, fasten. Mehr als die Hälfte der Deutschen hat es schon einmal probiert. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir hoffen jetzt durch die Kur wieder mehr Energie zu bekommen und einfach fitter im Alltag zu sein. Das wäre ein guter Start, sicherlich mal so 2-3 Kilo loszuwerden. Dass man dann einfach das mal wieder anders wahrnimmt, das Essen. Ernährung ist die neue Religion. Das machen sich Hersteller von Detox-Produkten zunutze. Mehrere 100 € kann eine Woche Entgiftung kosten. Ob Salzbehandlung, Brühe oder Saftkur. Es schmeckt besser, als es aussieht. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die sich zum Fasten ins Kloster zurückziehen. Näher bei sich und bei Gott sein. Der Hektik des Alltags für kurze Zeit den Rücken kehren. Und Neues über sich selbst erfahren. Einmal im Jahr bewusst sagen zu können, ich kann mit ganz, ganz wenig im Leben auskommen. In klösterlichen Fastengruppen sind Meditation und Atemübungen oft Teil des Angebots. Den Verzicht auf Essen und Genussmittel nehmen viele dann sogar als Gewinn wahr. Das Fasten ist eine christliche Tradition, Prälat Imkamp. Erklären Sie mal, viele wissen noch gar nicht inzwischen, was Weihnachten ist. Ostern, Sie erwähnten es eben, ist für viele ein böhmisches Dorf inzwischen. Woher kommt eigentlich Fasten? Warum diese 40 Tage? Die 40 Tage erinnern an das Judentum. Das Heil kommt aus den Juden und Moses ist mit seinem Volk 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Moses hat schon gefastet.
Bei jeder Gottesbegegnung hat er vorher sich durch Fasten darauf vorbereitet, um sozusagen leer zu werden, damit Gott in die Leere vorstoßen kann. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Fasten ist ein anthropologisches Faktum. Das heißt? Denn Ihr Hund, wenn Sie einen haben, der kann nicht fasten. Wenn es dem schlecht geht, frisst er nicht. Nur der Mensch kann, auch wenn es ihm eigentlich gut geht und er essen möchte, sagen, ich esse jetzt nicht. Da sind wir bei Ihrer Kopfsache. Dann hat das doch viel miteinander zu tun, dass man nämlich im Kopf entscheiden kann, ich will abnehmen. Es hat nur mit dem Kopf zu tun. Ich kann mir nie eine Diät vorschreiben lassen oder einen Beginn einer Diät, wenn ich selber dazu nicht bereit bin. Aber hilft jetzt, wir hatten zu Anfang schon mal kurz drüber gesprochen, bei Ihnen muss man sich ja auch konkret etwas vornehmen und sagen, das ist der Vorsatz. Beim Fasten ist es ja auch eigentlich, am Aschermittwoch sich zu entscheiden, ich mache mal 40 Tage kein Smartphone oder kein Alkohol. Es beginnt damit, dass wir wir blicken in uns hinein, wir schalten eine Teilregion des Gehirns ein, den präfrontalen Kortex. Das ist der sogenannte Überwacher. Er überwacht uns. Er sagt uns, das isst du jetzt nicht, diesen Schokoriegel, den brauchst du jetzt nicht. Dann gibt es aber unbewusste Zentren im Gehirn. Warum esse ich jedes Mal, wenn ich zum Computer gehe und arbeite? Warum trinke ich einen Kaffee? Warum esse ich den Schokoriegel dabei? Um das sich zu bewusst zu machen, haben wir ein Buch geschrieben. Und warum Diäten nicht helfen. Und wir haben ja eben auch gesehen, das ist zum Teil große Geschäftemacherei. Aber machen Sie sich diese Gedanken auch alle oder ist das da bei Ihnen viel einfacher? Nein, einfacher würde ich nicht sagen, sondern Fasten hängt tatsächlich mit dem Kopf zusammen. Erstens als anthropologisches Datum. Wir haben einen Kopf, den wir auch benutzen können. Und wer diese Diäten macht, dem fehlt es im Kopf an etwas. Der denkt nicht richtig und hat vielleicht auch zu viel Geld. Das Geld kann er besser bei mir spenden. Ich bin also da sehr dankbar. Schade, dass wir jetzt nicht die Kontonummer einblenden können. Statt Geld machen, eine Überweisung nach Maria Vesperbild. Wir sollten den Kopf einschalten, nicht nur in dem Sinne von Frau Dr. Reddy, ganz sicher auch, sondern auch in dem Sinne, dass wir nachdenken, dass wir tatsächlich bewusst nachdenken, was will ich, was möchte ich, was ist mir wichtig und auf was kann ich sein lassen, auf was kann ich verzichten. Und auch die Reflexion, wenn der Verzicht nicht gelingt, die Reflexion darüber, ich bin schwach, bin ich mir dessen bewusst? Ich bin nicht so toll, wie ich denke. Ich glaube, da ist auch noch ein Knackpunkt. Aber Sie setzen, glaube ich, auf die Stärke des Menschen, nein, oder? Nein, aber das ist genau das, was ich in meinem Buch auch schreibe. Das ist, wir haben das Überwachungszentrum, unseren Hypothalamus, der gibt uns an, jetzt brauchst du Zucker, jetzt isst du. Auch viel, viel unbewusst, ohne Hunger, nur das ist Appetit. Und dann, damit wir unser Bewusstseinszentrum stärken, machen wir es genauso. Wir sollen uns nicht nur aufschreiben, das Ziel, morgen esse ich nur das, morgen lasse ich das weg. Wir müssen auch unsere Fehler aufschreiben. Und was das Allerwichtigste, warum habe ich einen Fehler gemacht? Warum bin ich jetzt vorbeigegangen beim Kühlschrank? Warum habe ich das herausgenommen? Das ist genauso wichtig, um zu wachsen, um in dieses neue Programm zu wachsen. Es geht viel mehr um die Ernährung umzustellen. Also umzustellen, bei uns ist nichts verboten. Man muss überhaupt nichts für immer und ewig weglassen. Aber um diese Umstellung gelingt nur dann, wenn man es genauso macht, sich bewusst macht. Beim Fasten hat man immer so den Eindruck, also die Leute, also so fröhliches Fasten, stelle ich mir Luther vielleicht noch vor, aber wer fastet schon fröhlich? Die Antriebskraft, sind das Verbote? Ich hoffe nicht. Sondern die Antriebskraft sollte tatsächlich sein, sich für Gott etwas zu tun, etwas völlig Zweckfreies zu tun. Nicht wer fastet, weil er schlank werden möchte, Hochachtung, wenn er es schafft, herrlich, großartig, aber das hat nichts mit dem lieben Gott zu tun. Sondern Fasten aus religiösen Gründen heißt, sich zielgerichtet vorbereiten. Vorbereiten auf eine Begegnung mit dem Geheimnis des Glaubens. Und wer sich auf diese Schiene begibt, der wird immer wieder in Rückfällen arbeiten. Und was Sie sagen mit aufschreiben, das ist bei uns die Beichte. Wir sollen also, gerade an Ihren Ausführungen habe ich gesehen, wissen Sie, der Katholizismus ist so echt menschlich. Ja, Sie haben geschrieben, sei kein Spießer, sei katholisch. Ja. Also man denkt ja immer das Gegenteil. Also so nach dem Motto, ach, da sind nur Gesetze und Verbote und so weiter. Ja, überhaupt nicht. Aber bestimmte Regeln muss es dann doch geben. Natürlich gibt es Regeln.
Auch zum Fasten gibt es Regeln. Ich darf zum Beispiel nicht so fasten, dass meine Gesundheit geschädigt wird. Ah, ja. Das Fasten darf auch keine psychischen Kollateralschäden verursachen. Wenn ich zum Beispiel streng fasten würde, hätte ich eine Saulaune. Von der Saulaune, da würden meine Mitarbeiter drunter leiden. Haha. Ich werde heilig und die müssen leiden, das geht nicht. Ne? Und das ist das gleiche Prinzip ja auch bei Ihnen, es muss Spaß machen. Es muss Spaß machen und wir müssen unseren Hypothalamus austricksen. Er ist seit der Steinzeit geprägt. Also Hypothalamus ist immer noch die Hirnregion, die uns zum Essen verführt. Jagt, genau. Und, also der Verführer. Das animalische Element, denn in der Steinzeit musste man ja jede Nahrung fressen, die es gab, wenn man nicht wusste, ob man gleich wieder eine kriegt. Das ist wahr. Ja? Aber es ist ja da, warum essen wir? Es löst eine Hormonproduktion aus. Diese Hormonproduktion, Dopamin als Belohnung. Und dieses veralterte Belohnungssystem in unserem Gehirn, das müssen wir austricksen. Und wir belohnen uns mit anderen Dingen. Wir müssen uns fragen, was macht uns glücklich wie Essen zum Beispiel? Aber ein Salatblatt ist dann keine Belohnung. Nein, ist keine Belohnung. Wir können aber jetzt ein Essen schön herrichten, ja. Ein Essen einkaufen gehen am Markt, uns vorstellen, wie wir das mit der Familie essen. Nee, aber es geht nicht nur ums Essen. Ein Gespräch, es löst auch Dopamin aus, es löst Oxytocin aus, auch Beten, wie der Herr Prälat gesagt hat. Das löst in unserem Gehirn die gleiche Region, wie es wurde sogar nachgewiesen im fMRT. Wie ein FMRT ein Gespräch, ist also eine funktionelle Darstellung vom Gehirn. Ja. Die gleiche Regionen regt es an wie ein anregendes Gespräch mit einem Menschen, den wir kennen. Ja? Nicht die abstrakte Region. Also ist Region ja doch nicht ganz dumm. Ein Menschen, den wir kennen. Ja, ganz normal. Religion entspricht einem menschlichen Grundbedürfnis, ist ein anthropologisches Grunddatum. Ich bin sogar der Meinung, wenn die Gottesverehrung fehlt, Religion fehlt im Leben eines Menschen, ist dieser Mensch nicht perfekt, beziehungsweise nicht vollkommen. Es fehlt da etwas, ist defizitär. Jeder Atheist hat ein Defizitproblem. Es hört sich nicht nett an, aber wir sind gerne bereit, ihm zu helfen. Woher nehmen Sie Ihre innere Kraft? Meine innere Kraft, das nehme ich aus der Familie, ja. Aus dem Beruf und So wie wir schreiben, wie wir das machen, wie wir das aufteilen, über welchen Zeitraum, was wir essen, müssen wir bestimmen, wir lassen uns von niemandem es vorschreiben, wie wir fasten, wann wir fasten, wie viel wir in welcher Zeit abnehmen müssen, welche Übungen wir machen müssen, finde ich schrecklich. Diese Fitnesscoaches, die es geschafft haben, einmal im Leben 20 Kilo abzunehmen, die glauben, sie müssen die ganze Welt belehren. Ist da was dran an dem Satz? Ich habe den ja ganz zu Anfang gesagt. Es scheint heute Ernährung und Gesundheit eine neue Religion zu sein. Natürlich, das ist ein Religionsersatz. Schauen Sie, ich habe eben gesagt, der Mensch, der ohne Religion ist, defizitär. Das heißt, in die Lücke, die er hat, dringt natürlich was anderes ein. Das können alle möglichen Verrücktheiten sein, das kann aber auch die Ernährung sein. So ein fanatischer Vegetarier, da kriegt man schon Sehnsucht nach der Bratwurst, ne? Auch in der Fastenzeit. Oder ein fanatischer Veganer oder Menschen, die sich also richtig kaprizieren und jetzt, also es ist dieses Wurstverbot von irgendeiner Internation. Meine Güte, was ging da, die Emotionen hoch, die Leserbriefspalten und so, man darf Wurst essen, man muss Wurst essen, man kann keine Wurst essen, es war furchtbar. Ich meine, ich bin natürlich beruhigt, wenn Leute sich darüber zanken. Das ist immer noch besser, als das in der Kalaschnikow kaufen, aber es geht nicht. Dann frage ich Sie doch als ein prominenter Vertreter der katholischen Kirche, was macht die Kirche falsch, dass Ihnen die Leute zur Ernährung weglaufen? Die laufen ja nicht nur zur Ernährung weg. Die Kirche macht etwas falsch, sie bietet kein eindeutiges Profil mehr in meinen Augen. Wir müssen nur wer ein eindeutiges Profil hat, wer sich abhebt, ist wahrnehmbar. Wenn die Frau Dr. Reddy ein graues Kleid anhätte, wird die in der Wand verschwinden. Es muss also Farbe her. Es muss Farbe her, damit man sich abhebt. Bei Ihnen ist sie schwarz, das haben wir extra so gnädig gemacht. Da haben Sie unser schönes Orange hinter sich. Ja, schwarz hebt sich von fast allem ab. Das muss wieder da sein. Wenn also ich sehe mit Missbehagen, dass auch viele Priester in Zivil rumlaufen, wenn ich die gleiche Krawatte habe wie Sie, dann erkennt man Sie als Moderator nur noch daran, dass Sie da im Stuhl sitzen. Und hält mich vielleicht für den Co-Moderator, weil ich so viel rede. Aber sagen wir mal, identifizierbar sein. Ja. Mit dem wahrnehmbar und wahrnehmbar, das trifft ja eigentlich. Also wenn Sie jetzt hier rundlich erscheinen und uns was sagen über
Ernährung wäre das ja auch nicht so, richtig? Nein, das wäre auch nicht so. Es war aber nicht immer so. Ich war nie exzessiv dick, aber ja, ich beschreibe den Weg natürlich versagt zu haben, unglücklich zu sein, angesprochen worden zu sein, blade, auf Wienerisch heißt das enorm dick, ja, ja. Und in dieser Situation gewesen zu sein, aber trotzdem nicht verkrampft einer Diät nachzulaufen, mhm, versagt zu haben, haben wir auch. Das führt wiederum im Körper, im Gehirn zur Ausschüttung von Cortisol, ein Stresshormon. Stresshormon lässt uns wieder zum Kühlschrank laufen. Wir essen wieder. Und genau gegen das sind so kleine Ratschläge. Also, wir fragen jetzt mal, wie immer in dieser Sendung, auch nach draußen. Und das ist natürlich ein Thema, von dem jeder irgendwas sagen kann, Ernährung. Aber auch die Frage, fasten Sie eigentlich? Ich nehme schon die 6 Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern, weil das ist einfach ein Zeitraum, den man überschauen kann und der ja absehbar ist und irgendwo ja auch schon ein bisschen aus meinem religiösen Haus kommt. Die Fastenzeit ist dafür da, dass man mal ein bisschen an sich selber denkt und mal ein bisschen zurücknimmt. Und ja, die Frage ist nur, ob jeder bereit ist, das zu tun. Du? Nee. Und dafür essen wir viel zu gerne. Ja. Und haben Spaß daran. Wir lassen die anderen fasten. Ja, lass sie mal alle fasten. Das ist wirklich der innere Schweinhund. Das ist sehr schwer, ne? Ich liebe Süßes. Hab nicht mehr so den Mumm, das zu machen. Aber unser Sohn trinkt zum Beispiel die ganze Fastenzeit keinen Tropfen Alkohol. Die ganzen Gifte sind irgendwie raus und so. Ja, ich kann es schon nachvollziehen, aber ich selber würde es nie machen. Ich wollte einfach mal mehr im Hier und Jetzt sein. Ich wollte das alles richtig wahrnehmen, was ich eigentlich so konsumiere. Monsignore Imkamp, den Konsum mal in Frage stellen und was man so alles normal lebt, um den Kopf frei zu kriegen, für Gott oder für was? Für Gott wäre natürlich am besten. Aber wir sollten die Ziele nicht so hoch hängen. Wer seine eigenen Fehler und Bedürftigkeiten kennenlernt in dieser Zeit, kommt Gott schon ein Stückchen näher. Und vor allen Dingen die Reflexion der eigenen Bedürftigkeit und der Fehler, wenn das noch zur Beichte führt, ist für mich das Fasten perfekt. Mhm. Aber das Fasten in der Fastenzeit kennt auch Unterbrechungen. Wir haben den Fastensonntag Letare, da schmeiße ich rote Rosen von der Kanzel, weil an dem Tag buchstäblich die goldene Rose geweiht wurde. Im finsteren Mittelalter zog ein Papst mit einer goldenen Rose, die mit Parfum gefüllt war und Balsam, durch die Stadt das und du schickte sie dann an eine berühmte Dame. Das ging bis in die 50er Jahre. Yeah. Und auch das in der Fastenzeit. Sonntags ist die Fastenzeit sowieso abgeschwächt. Da dürfen wir pausieren vom Fasten. Also man sieht gerade an der Fastenzeit und an den Details der Fastenzeit in der katholischen Kirche, wie menschlich die Kirche ist. Und jetzt kommt die Frau Dr. Retti und sagt, genau das Gleiche machen wir auch. Denn man darf sich auch belohnen und darf das auch mal... Genau. Da sagt man nur immer fälschlicherweise, man darf sündigen. Und das ist doch das falsche Wort. Das ist das falsche Wort. Das ist das falsche Wort. Sünde ist keine Belohnung. Ja. Also belohnen, wenn wir uns jetzt beschlossen haben abzunehmen, ist natürlich bei Belohnung nicht die Sachertorte mit Schlagobers gemeint. Das heißt, wir belohnen uns. Ich habe es so gemacht, für jeden Cappuccino mit Milchschaum, den ich nicht getrunken habe, für jede Torte, für jeden Hotdog, habe ich das Geld gespart und mir etwas gekauft, was ich wollte. Ja, damit. Schön. Das ist eigentlich die Belohnung. Die Belohnung allerdings natürlich auch auf der Waage. Was ist die Belohnung für 40 Tage Fasten im Jahre 2016? Die Belohnung für mich wäre, dass noch mehr Menschen den Weg nach Maria Vesperbild finden. Da müssen Sie jetzt mal ganz kurz einen Satz sagen. Das ist ja ein Wallfahrtsort, da würde man sagen, das ist antik, das gab es mal früher. Der zu den attraktivsten Veranstaltungszentren, zahlenmäßig allein schon, in Deutschland gehört. Was machen Sie da? Es gibt in Deutschland wesentlich größere Wallfahrtsorte. Wir in Maria Vesperbild, das ist eine kleine Wallfahrtskirche, deswegen sind wir, glaube ich, die einzige Kirche in Deutschland mit Außenübertragung, wo draußen auf Fernsehschirme die Messe übertragen wird und auch die Kommunion ausgeteilt wird. Wir haben in der Regel 5 Beichtväter am Sonntagvormittag da, sodass also eine relativ schnelle, sozialverträgliche Sündenabfertigung möglich ist. Wir sind also Dienstleister, religiöser Dienstleister. Und
Das kommt stört an. Mich ja jetzt als Protestanten und Lutheraner der Automatismus. Wieso Automatismus? Weil Sie sagen, damit können wir sozialverträglich die Sünde schnell vergeben. Natürlich, aber das setzt ja vor, möchten Sie lieber, Sie können auch gerne 2 Stunden anstehen am Beichtstuhl, wie das früher der Fall war. Das finde ich störend. Ja, man darf also, man sollte... Sich nicht selbst kasteien. In dem Fall nicht. Ja. 2 Stunden anstehen ist also, das muss nicht sein heute. Und wir betonen die Volksfrömmigkeit mit vielen Segnungen. Jetzt in diesem Jahr wird es zum ersten Mal eine Kleintiersegnung geben. Und nach der Messe auf dem Kirchenvorplatz, wir haben Lichterprozession, das ganze klassische Ensemble der Volksfrömmigkeit mit dem regionalen Schwerpunkt in Baden-Schwaben. Und das kommt an, ohne Verstellung, sozusagen. Sie sind ja jetzt in Frankreich, das ist laizistisch, da gibt es sowas kaum. Fehlt einem so etwas, also so eine spirituelle Abteilung in seinem Leben? Oh, ich glaube, das kann sich jeder suchen, eine spirituelle Abteilung. Ich habe mich da dem Buddhismus zugewandt, nicht extrem, aber wenn man will, eine spirituelle Anstoß, gehe ich und höre mir eine Lesung an. Mhm. Und daran kann man diese Dinge wiederfinden, wie in der Meditation, wie im Beten. Mhm. Man kann zu sich finden und eben diese Ziele auch leichter erreichen. Sehr interessant, dass auch bei Ihnen oder durch Sie, durch Ihr Wirken, manche interessante Leute, Künstler, Wissenschaftler, auch über diese Fastenschiene und die Einkehr, mal wieder aufs Wesentliche zu gucken, zur Kirche zurückfinden, zum Glauben zurückfinden. Ich würde sogar sagen, je besser der Kopf funktioniert, ist gerade für Intellektuelle der Hardcore-Katholizismus besonders interessant. Und während im Buddhismus, das stimmt, was Dr. Dicke gesagt hat, der Mensch zu sich selbst findet, soll er im Katholizismus zu Gott finden. Mhm. Denn wer bei Gott angekommen ist, kriegt ein ganz anderes Selbstempfinden und Selbstbewusstsein. Das ist also noch eine Steigerung. Wir bieten mehr und es ist ein offenes Angebot. Wir zwingen niemanden, aber wir sind da, wenn es genehm ist. Ja. Wie schafft man es jetzt, die Zuschauer werden sagen, das eine überzeugt mich, das andere überzeugt mich und das ist ja toll, dass die so konsequent auch leben und das so vertreten. Aber bei Silvester fängt es ja schon an, da nimmt man sich was vor und am 5. Januar ist schon wieder weg. Ja, genau, das beschreibe ich ja. Also man nimmt sich vor und zwar zu viele Dinge auf einmal. Zu Silvester hören alle auf zu rauchen, zu essen und machen mehr Sport. Also zuerst müssen die Ziele realistisch sein. Ja. Kleine Ziele, immer also gar nicht in Kilos. Ja, man nicht in Kilos reden, sondern in ich esse jetzt nicht mehr den Schokoriegel einfach neben der Arbeit. Ich mache mir einen Kaffee, aber einen Espresso, ich mache mir keinen Milchkaffee. Und weil es wird uns etwas fehlen, und das ist nicht nur das Essen, es fehlt uns hormonell dieser Anstoß, diese Belohnung, andere Dinge dafür suchen. Mhm. Andere Dinge. Ich möchte ein bisschen die Bewegung auch ansprechen. Ja. Ich habe zwar auch geschrieben, wie ich Bewegungsmuffel war und wiederentdeckt habe, und es ist, ich möchte wirklich nicht auf diesen Extremsport oder so übergehen, aber wir gehen immer, also vor allem meine Co-Autorin und Kollegin, Psychiaterin, man soll sich reflektieren, was man in der Kindheit gerne gemacht hat. Mhm. Also an Essen, wie man gegessen hat, vor allem. Und auch Bewegung. Bewegung ist angeboren. Mhm. Kein Kind bewegt sich von Haus aus nicht. Ja. Wie kriegt man das nach Ihrer Meinung hin, dass man diese 40 Tage sind für viele so sinnvoll, dass sie ja sich sogar in Aktionen eintragen und sagen, wir können es gemeinsam besser und wenn wir das in der Familie machen oder so. Wie hält man das durch? Erstens kleine Ziele und zweitens sich nicht überfordern. Ich zum Beispiel habe in Silvester noch nie in meinem Leben irgendeinen Vorsatz gefasst. Und kleine Ziele und immer das spirituelle Überziel im Blick haben. Das halte ich für ganz wichtig. Und um Himmels Willen nicht in Depressionen verfallen, wenn man das Ziel nicht erreicht, sondern abgefedert sein. Und ein Ziel kann man erreichen. Man kann sich konsequent vornehmen, jeden Sonntag zur Heiligen Messe zu gehen oder am Wochenende einmal zur Heiligen Messe. Das ist eine Sache der Planung,
Das kann man hinkriegen. Mhm. Und vielleicht kommen dann auch, wie heißen die Dinger, Endorphinchen? Mhm. Ja. Kommen dann auch die Endorphinchen und belohnen an. In Maria Vesperbild ganz sicher. Haben Sie mal ganz weltlich gesagt, haben Sie schon mal eine richtige Diät gemacht? Richtig? Also aufgrund von Gewichtsreduzierung oder was? Sie haben ja einen sitzenden Beruf auch. Sehe ich so aus? Nein, es gibt viele Versuchungen, aber in der Versuchung war ich noch nie. Im Gegenteil, wenn ich das Wort Diät schon höre, werde ich aggressiv, fühle ich mich bedroht. Mhm. Das ist ein Fall für den Psychiater da. Ne? Akzeptieren Sie solche Menschen und sagen, es gibt welche, die, es gibt ja auch Dicke. Ja. Das sind Sie ja nicht. Die sagen, wir fühlen uns wohl. Nein, ich finde auch, man soll sich mit seinem eigenen Gewicht wohlfühlen. Wir geben ja keinen Body-Index an oder wie man sich fühlen soll. Und wie der Herr Prelat gesagt hat, noch keine Diät versucht. Ich habe schon eine richtig harte Diät versucht. 14 Tage, ich habe nichts gegessen, nur getrunken. Es verändert einem, vom Gewicht, das ist ja keine Frage. Man sollte es auch nicht machen. Man verliert Muskulatur, man verliert Kraft. Ich war kraftlos, aber auch im Geiste. Ja. Ich habe viele Gedanken mir gemacht über Dinge, die ich gern mache eigentlich, so wie die Pferde. Ich habe gedacht, ich verkaufe sie. Und es war also wirklich man kann loslassen? Ein Extremzustand. Nein, das war fast zu extrem. Ja, ja. Okay. Ich wollte sie nicht loslassen. Ja. Dann sagen Sie uns zum Schluss noch einen Satz. Woher nehmen Sie die Energie, das durchzuhalten? Ihren Plan? Mein Plan ist nicht so strikt. Ja. Mhm. Ich habe jetzt sehr viel Sport eingebaut und absolut wichtig, absolut wichtig, Lebensfreude. Lebensfreude, da sind wir jetzt bei Ihnen. Zum Schluss auch noch die Frage, so ein Satz, woher nehmen Sie auch persönlich die Energie, diese Fastenzeit zum Beispiel bewusst zu leben oder bewusster? Aus der Heiligen Messe und aus dem Breviergebet. Mhm. Und das heißt jetzt für den normalen Menschen? Für den normalen Menschen. Vielleicht das ideale Fastenopfer überhaupt wäre, in der Fastenzeit einmal mehr zur Heiligen Messe zu gehen. Mhm. Nicht nur am Wochenende, wenn es geboten ist, sondern auch mal am Werktag. Sagt der Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Dr. Wilhelm Innenkamp. Vielen Dank, dass Sie da waren und auch so interessant, was Sie zu berichten hatten, Frau Dr. Reddy. Und wir sehen uns nächsten Sonntag nicht, da ist dann wieder Wintersport, aber am 6. März.